Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Abend, Mittwochabend. Es geht um die Frage, warum Coaching-Programme denn immer so teuer sein müssen oder warum sie so viel Geld kosten müssen. Das sind so Dinge, die mich früher auch immer beschäftigt hatten, die ich mich auch immer gefragt habe und die bin ich gerade eben noch mal gefragt worden und deshalb möchte ich mit dir mal darüber sprechen. Und zwar, lass uns zunächst mal über das Thema Investitionen, über Schulden machen oder Kredite überhaupt sprechen. Was für uns hier, was für den Mainstream, was ja für so viele für uns selbstverständlich ist oder normal ist, dass ich oder dass Mann oder Frau Geld aufnimmt, um zum Beispiel ein Haus zu finanzieren, um ein Auto zu finanzieren, um Möbel zu kaufen für die Wohnungseinrichtung oder für die Hauseinrichtung, Fernseher oder sonstige Elektrogeräte, keine Ahnung, was auch immer, Whirlpool oder keine Ahnung, was auch immer es da so alles gibt, was man so glaubt zu brauchen, dass man das liest, also oder auf Raten kauft oder was auch immer. Das ist normal und das ist auch sehr, sehr leicht. Hallo, liebe Julia. Und das ist auch sehr, sehr leicht und einfach, da mal eine Unterschrift zu leisten und auf die Art und Weise Schulden zu machen. Warum spreche ich da von Schulden? Weil das sind Dinge, die ja letzten Endes nicht ohne weiteres zutun, Geld bringen, sondern, hallo liebe Gabriele, sondern dass man damit ja letzten Endes Geld verliert, weil ein Auto zum Beispiel mit dem ersten Tag oder ein Computer, Laptop, da ist man ja noch nicht aus dem Geschäft draußen, dann hat er ja schon den Wert verloren, weil es schon wieder neue Sachen am Markt gibt, ja? Aber das ist normal für uns, für den Mainstream, für viele. Und das haben wir auch so gelehrt bekommen. Und deshalb spreche ich da gerne von Schulden. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Investition? Und Investition und Investition sind auch nochmal zwei Paar Schuhe. Lass uns gerne auch mal darüber reden. Also grundsätzlich, der Begriff Investition ist eine, ich habe da jetzt wirklich auch mal nachgeschlagen im Internet, was da als Begriff steht. Eine Investition ist eine langfristige Anlage von Kapital oder eine Aufwendung von Geld oder ähnliches für etwas, das zukünftig einen besonderen Nutzen, also einen Mehrwert bringen soll. Das ist schon mal der Unterschied, ein großer Unterschied zwischen Schulden machen und Investition, was einen Mehrwert bringen soll. Und bei der Investition, da gibt es einen sogenannten Investor. Und der Investor ist einfach daran interessiert, an einer langfristigen Vermögensmehrung. Okay, Investition, Investor, da geht es um eine langfristige Vermögensmehrung. Wenn Mann oder Frau sich jetzt nicht irgendwo am Kapitalmarkt, an der Börse bewegt und da ein Faible für hat, sich mit solchen Dingen einfach beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bankangestellte wirklich in der Richtung auch einen Unterschied sieht zwischen Schulden machen und Investition, aber naja, Menschen, die vielleicht auch bei Banken oder also irgendwo im Finanzgeschäft arbeiten, die mögen den Unterschied sehen. Aber wir als Privatpersonen sehen sowas eher nicht, weil man es uns ja nicht beigebracht hat. So, früher war mein Gedanke auch oftmals, ich habe schon so viel Geld ausgegeben, investiert. Jetzt kommt der Unterschied nochmal zwischen Investitionen und Investition. Hallo liebe Sonja, hallo liebe Marianne, Regine, auch schön, wie ihr heute hier dabei seid. Wo ich gesagt habe, ich habe schon so viel Geld ausgegeben und habe schon so viel investiert, habe schon die Ausbildung gemacht, den Kurs besucht und da eine Ausbildung gemacht und da und da und da. Und
Das hat mir gerade eben auch noch mal eine Dame gesagt. Die hat schon so viel Ausbildung gemacht, hat schon eine Reiki-Ausbildung gemacht und Kräuterausbildung. Ich weiß jetzt gar nicht, sie hat eine ganze Latte von Dingen aufgezählt. Dir geht es wahrscheinlich ähnlich, dass du auch schon viele, viele Ausbildungen, Zusatzausbildungen, Kurse besucht hast, also investiert hast. Und insbesondere nach, also meine größere erste Investition, die ich vor 14 Jahren in mich getätigt habe, das war die Ausbildung zur Mentaltrainerin. Das hat richtig wehgetan, diesen Betrag zu kreieren, weil den hatte ich nicht. Ich war chronisch im Minus. Bin halt zur Bank gegangen und habe den Mitarbeiter bei der Bank mit meiner ganzen mentalen Ausrichtung in mein Universum reingeholt, sodass er mir den Kredit gewährt hatte. So. Und dann steht man anschließend da und hat die Ausbildung gemacht. Jetzt ist mal egal, Mentaltrainerin, Reiki-Lehrerin, Yoga-Lehrerin, ach, was es da so alles gibt, Heilerin. Egal, egal welche Ausbildung du auch immer gemacht hast, weißt du selbst besser als ich. Hat Tausende von Euro investiert, investiert in sich, in die Persönlichkeit. Und dann steht man anschließend da, mit seiner Geldblockade und kommt doch nicht vom Fleck. Dann nennt man sich Mentaltrainerin oder Reiki-Lehrerin oder Yoga-Lehrerin oder was auch immer, aber kommt nicht finanziell vom Fleck, dass man diese Investition nochmal in sich zurückholt. Weil man einfach in diesen ganzen Ausbildungen nicht gelernt hat, wie man denn anschließend sein Wissen auch umsetzt, gewinnbringend, da sind wir bei dem wirklichen Begriff von Investition, gewinnbringend einsetzt, sodass man das Geld zurückbekommt und auch endlich ja, das finanzielle Thema auch gelöst hat. Ja? Und das ist der Unterschied zwischen Investition und Investition. Ich hoffe, ich konnte dir das jetzt so näher bringen. Und das ist, und das war bei mir früher auch so, und deshalb möchte ich es jetzt hier auch mal ganz offen bei dir ansprechen, weil ich eben das Gespräch mit einer Dame hatte. Und dir geht es vielleicht genauso, dass du auch sagst, ich habe schon so viel in mich investiert, ich habe schon da einen Kurs besucht und da und da und da und da. Und trotzdem stehe ich immer noch an einem Punkt, wo ich nicht weiterkomme, wo ich vor allem finanziell nicht weiterkomme. Und das ist auch so der große Unterschied. Das ist auch im Übrigen der Unterschied, warum ich so viel Wert auch in meiner Akademie drauf lege, dass wir nicht den Seelenplan entdecken, den Seelenberuf kreieren und zum Kundenmagneten werden und du dann eben auch am Markt sichtbar wirst, keinen Kunden hinterherrennst, sondern dass die Kunden zu dir finden, dass dir auch wirklich Freude macht, dass die Menschen nur zu dir finden, die wirklich darauf warten, dich zu finden. Sondern fünfter ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir auch an dem Thema Geld-Mindset arbeiten, dass wir einfach auch daran arbeiten, wie erlaube ich mir denn Geld zu empfangen? Und das ist dann nochmal der große Unterschied, ob ich in ein Coaching-Programm investiere, wo ich wirklich von A bis Z, sei es auch der Reiki-Kurs oder der Yoga-Kurs oder was auch immer, egal, da kann man das ja, könnte man das eigentlich genauso integrieren. Ich weiß zwar nicht, wer das da draußen macht, kann sein, dass es das gibt, ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Spielt ja auch keine Rolle. Ich möchte jetzt einfach nur mal mit dir da Klarheit drüber gewinnen, was so die Unterschiede sind. Das ist so der Unterschied zwischen Investition und Investition, ob ich jetzt wirklich ein Coaching-Programm habe, das mich da abholt, wo ich stehe, mir das notwendige Wissen anhand gibt. Und mich dann auch wirklich mit all den Themen und Blockaden, die ich mitbringe, vor allem auch Geld-Mindset, unterstützt und mir wirklich zeigt, wie ich dann mit meiner Passion es mir auch erlaube, Geld zu empfangen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und da haben wir oftmals, und dann stehen wir uns ja letzten Endes selbst im Weg. Ich habe mir da jahrelang auch selbst im Weg gestanden, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt da investiert und da investiert und da investiert und da einen Kurs gemacht und komme doch trotzdem mit meinem Geldthema nicht weiter.
Und deshalb ist mir das so wichtig, dass in der Akademie einfach auch das mit vermittelt wird, dass wir diese Themen auch ansprechen und die eben lösen und behandeln. So, und jetzt nochmal zu der Frage, warum müssen Coaching-Programme denn immer so viel kosten? Also das ist schon mal ein wichtiger Aspekt, egal was ein Coaching-Programm kostet, dass das unbedingt mit integriert sein sollte, dieses Thema, wenn du dich in dem Bereich weiterbilden möchtest und dein Leben in die Hand nehmen möchtest, selbst frei leben möchtest, so wie es dir einfach entspricht. Jetzt kommen wir zu dem Thema, warum denn so ein Coaching-Programm oder wo liegt der Unterschied, ob du 100 Euro, 1000 Euro oder 10.000 Euro in ein Coaching-Programm investierst. Sind wir doch mal ehrlich, wenn ich meinen Computer durchforste im Hinblick auf E-Books, im Hinblick auf Kurse, im Hinblick auf Aufzeichnungen, Notizen, Skripte, PDF-Dateien und. Massen von Dingen sind da drauf. Zum Nulltarif, für ein paar Euro, für 100 Euro, für ein paar hundert Euro. Die sicherlich wertvolles Wissen haben, aber entweder habe ich gar nicht reingeguckt, habe nur mal kurz drüber gelesen, oder habe vielleicht mal ein bisschen intensiver reingelesen, aber ich habe es nicht umgesetzt. Weil sobald es ja dann ans Umsetzen geht und es wird ein bisschen schwierig und herausfordernd, dann lesen wir weiter, dann lassen wir es, dann gucken wir nicht mehr rein. Und genauso ist es mit Büchern, das kennst du bestimmt auch. Ich habe massenweise Bücher gehabt, ich habe jetzt nur noch wenige Bücher, weil ich vor ein paar Jahren hier mal so Tabula Rasa gemacht habe und wirklich nur noch ganz, ganz wenige wertvolle Bücher behalten habe und alles andere hergegeben habe. Dann hat man ein Buch, das wirklich wertvolles Wissen vermittelt, das Anleitungen in dem Buch auch vermittelt, wo manchmal der Autor ja auch schreibt, bevor du jetzt weiterliest, mach bitte intensiv diese Übung und wenn du die drauf hast und integriert hast und dann geht es weiter zur nächsten Übung. Was machen wir? Ich genauso, wie du wahrscheinlich auch. Entweder wir machen die Übung mit und lesen einfach weiter oder denken, mache ich irgendwann die Übung, machen wir doch nicht irgendwann. Oder wir machen die Übung vielleicht ein-, zweimal und dann denken, so, jetzt ist es gut und dann lesen wir das Buch weiter. Weil wir wissen wollen, wie geht es denn in dem Buch weiter. Und das kann nicht funktionieren. Damit habe ich das Thema, was der Autor dann vermitteln will, damit habe ich das ja nicht integriert und umgesetzt. Und deshalb funktionieren einfach Programme zum Nulltarif für ein paar Euro, auch für ein paar hundert Euro. Das funktioniert einfach nicht, weil man es nicht umsetzt. Wir setzen es einfach nicht um. Und wenn es ein wirklich gutes Programm ist, das auch einige tausende Euro kostet, sobald wir so an eine Schmerzgrenze kommen, dass wir sagen, es tut jetzt weh, da kriegen wir den Hintern hoch, ziehen es durch, kommen in die Pötte, setzen das, was wir da von unserem Mentor, von unserem Coach gesagt bekommen, auch um. Ups! Und dann funktioniert's. Dann funktioniert's erst. Wir sind nun mal so gestrickt, auch ich bin so gestrickt. Ich habe gerade die letzten Tage an ein paar Dingen gearbeitet, auch mit meinem Mann zusammen, weil wir da in einem Coaching-Programm drin sind, wo wir mehrfach fünfstellig investiert haben und das hat richtig wehgetan oder ja. Aber wenn es dann unbequem wird, dann sagt man sich, okay, ich muss da durch. Und gestern war ich dann auch ganz stolz auf mich, als ich so einige Aufgaben erledigt hatte und das jetzt zum Nachschauen da wegschicken konnte. Aber hätte ich da jetzt nur 10.000 Euro oder nur 5.000 oder nur 1.000 Euro investiert, wenn es dann schwierig wird, dann dümpeln wir dahin und setzen es nicht um. Und das ist der große Unterschied zum einen zwischen Schulden machen, Investition und Investition gibt es nochmal einen Unterschied und eben auch, warum einfach es so hilfreich ist,
Wenn dann so eine Schmerzgrenze ein bisschen kommt, um in sich wirklich zu investieren und dann erst mit diesem Coaching-Programm auch erfolgreich wird, weil man dann eben auch das alles umsetzt, was der Mentor einem sagt, was der Mentor einem vorgibt. Der Mentor sollte natürlich dort stehen, wo du hin möchtest. Also, es macht keinen Sinn, sich jemanden zu suchen, der nicht wirklich dort steht, wo man selbst hin möchte. Also, ein banales Beispiel, wenn du auf der Suche bist, wie du eine 500.000 Umsatz im Monat machen möchtest mit deinem Seelenplan, bin ich die Falsche, kann ich dir nicht zeigen, weil ich selbst keine 500.000 Umsatz im Monat mache. Ich kann dir sehr wohl zeigen, wie du fünfstellig im Monat Umsatz machst, aber nicht 500.000. Muss ich sagen, muss ich passen, kann ich dir nicht zeigen, weil ich es nicht selbst gemacht habe. Und deshalb, mal jetzt nochmal zusammenfassen, wo der Unterschied ist zwischen Schulden, Investition und Investition und warum es einfach nicht fruchtet, ein Programm oder ein Buch für ein paar Euro oder auch für ein paar hundert Euro, das über einen Zeitrahmen von zum Beispiel einigen Monaten läuft. Das kann nicht funktionieren, weil wir letzten Endes nicht in die Pötte kommen und die Anleitungen umsetzen. So bist du gestrickt, so bin ich gestrickt, so sind wir nun mal. Gut, meine Liebe, ich denke, ich habe ein bisschen Licht hier ins Dunkel gebracht. Schreib mir gerne mal so deine Gedanken dazu ins Kommentarfeld und wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Bis ganz bald. Ciao.